Da gibt es das Sternei und den Hirschkuss. Da steht die Realität in Spannungsverhältnis zur inneren Wirklichkeit. Es ist das Außerkraftsetzen von Normen wie Moral, schön und hässlich. Der aus Bratislava stammende Christian Ludwig Attersee ist einer der vielseitigsten Künstler Österreichs und stellt die expressive gegenständliche Malerei in den Vordergrund. Nicht nur in der bildenden Kunst hat er kräftige Zeichen gesetzt, er ist auch bekannt als Musiker, Schriftsteller und Filmproduzent. In der Ausstellung Das Sternei rundum ist eine Werkauswahl von 1993 bis 2008 und ist in der Kulturhaus Kunstgalerie in Bruck zu sehen. Ich bin ja nicht der wirkliche Kunstkenner, was zum Beispiel die bildnerische Kunst anbelangt. Aber wenn ich höre, wie Fachleute darüber reden, wie begeistert hier beurteilt wird, so ist das für mich auch irgendwo nachvollziehbar. Mich sprechen die Farben an, mich spricht das Ganze drumherum an, damit bin ich auch begeistert, was heute hier geboten wird. Die Besucher waren in jedem Fall neugierig und ließen die Bilder auf sich wirken. Attersee hat sich als Gegenpol zu den Aktionisten gesehen. Er kämpfte eher um eine neue österreichische Malerei. Der Künstler schafft seine Werke in Wien, im Burgenland und am Semmering. Ich bin sehr froh, dass wir heute Weltkunst hier in Bruck haben. Eine Kunst, die international Bestand hat und die auch weltweit gehandelt wird. Und hinter der ein sehr, sehr netter Herr steht, der sehr umgänglich ist und mit dem es eigentlich sehr leicht ist, zu verhandeln, weil er weiß, dass irgendwo diese Liebe zur Kunst zurückstrahlt. Und dann war es letztlich nicht mehr sehr schwer. Wir haben sogar zusammen die Bilder ausgesucht, was auch relativ selten vorkommt, wenn man selber stöbern kann und sagen kann, das hätte ich ganz gerne in Bruck, hat es immer ein Ja gegeben. Also da danke ich ihm sehr dafür und das zeichnet ihn als großen Künstler auch aus. Ständig wird in der Kunst weiterentwickelt. Die Bilder sprechen zum Betrachter. Es geht nicht ums Glück allein, sondern es geht darum, Leben zu leben. Wir haben nur eins, dem Jetzt nahe zu kommen. In der Kunst kann man dem Jetzt sehr nahe kommen, nämlich als Schaffender. Und das ist das, was mich so daran interessiert. Es gibt so eine Trance dann, die einen sozusagen auch das eigene Unterbewusste an die Öffentlichkeit spült. Und was für mich wichtig ist, ist die Zeit, die ich mit der Kunst oder mit Kunstschaffen verbringe und ein Ersterlebnis habe. Das Sternei rundum, die Ausstellung von Christian Ludwig Attersee, ist bis 29. Juni in der Kulturhaus Kunstgalerie in Bruck zu sehen. Kultur an der Mur. Die Stadt Bruck an der Mur.